an Europa fällt mir auch Reisen ein und dass wir keine Währung haben, eine einheitliche Währung, keine verschiedenen Währungen mehr haben. Und das fällt mir als erstes ein und wie großartig das ist. Ja, ich meine, mindestens damit, dass ich halt so ungehindert reisen kann, dass wir keine Zollschranken mehr haben, dass man einfach so über grüne Grenzen fahren kann, dass man Arbeitsaufträge vermitteln kann, ohne dann zu gucken, wer aus welchem Land kommt, das ist schon wirklich super. Das ist tatsächlich für den Kulturbereich besonders interessant, weil viele Länder besondere Schwerpunkte haben. Ich organisiere jetzt zum Beispiel ein Kulturfestival und wenn ich eine Walking Band haben will, dann kann ich besser in Holland gucken als in Deutschland, weil ich weiß, dass die Niederländer da einfach super aufgestellt sind. Die haben zig Walking Acts und wenn ich da jemanden finden will, dann rufe ich da halt direkt an. Und da ist es halt auch kein Problem, da welche zu finden und auch, dass sie hier arbeiten dürfen und wollen und da ist auch die Sprache dann kein Hindernis. Ich finde, Europa ist aus zweierlei Hinsicht wichtig. Einmal, dass wir uns innerlich gut aufstellen, um halt zum Beispiel auch anderen Staaten gegenüber stark zu sein, dass wir als Europa zusammenhalten müssen, um eine gute Wirtschaft nach vorne zu bringen. Aber auch andererseits können wir untereinander so viel voneinander lernen, von den vielen verschiedenartigen Kulturen, dass wir uns innerlich halt natürlich auch dadurch stärken können, dass wir einfach enorm viel Potenzial haben zu lernen. Ich fände es schön, wenn die Ergebnisse des EU-Parlaments einfach direkter und schneller kommuniziert werden könnten. Wenn man also nicht einfach nur als Bürger im Hintergrund weiß, da arbeitet irgendwas vor sich hin und es dauert einfach Jahre, bis da man irgendwie mitkriegt und dann hat man schon längst vergessen, dass es das Thema mal gab. Ich fände es toll, wenn halt die Ergebnisse aus dem EU-Parlament einfach schneller und direkter halt auch bei uns ankämen.